geht's wieder los. Lost Places Erkundungstour auf Mallorca. Hinter mir ist die Militärzone. Hier gibt es einige Lost Places und Geocaches. Das schauen wir uns jetzt gleich mal an. Mehrere Hinweisschilder, dass man hier nicht rein darf. Aber der Zaun ist so niedergetreten am Rand, dass man also ohne weiteres da reinlaufen kann. So, jetzt sind wir hier unten. Hier ist der erste Tunnel. Hier geht es jetzt rein. Taschenlampe nicht vergessen. Also, wir gehen jetzt hier den Tunnel lang. Ob jetzt links oder rechts, das ist natürlich nicht so ganz klar. Also wir gehen jetzt raus, jetzt reicht's. Jetzt sind wir hier schon viel zu lange unten. Und bisher haben wir keinen anderen Ausgang gefunden. Also gehen wir jetzt hier die Leiter hoch. Das sieht so aus, wie wenn sie da rausgehen würde. Hier ist so lange unten gewesen. Wo sind wir jetzt? Bis zum Leuchtturm sind es 5 Kilometer. Hier ist nochmal ein Loch, hier geht's rein. Leider runter. Da drüben ist noch was. Das ist jetzt ein ehemaliges Basketballfeld. Man sieht noch die Linien auf dem Boden. Hier, die Dreierlinie. Da stand der Korb. Jetzt sind wir auf der Hauptstraße unterwegs. Hier stand die Kanone und der konntest du dann in alle Richtungen hier lang und hier lang schießen. Es gibt viele verschiedene Wege bis zum Leuchtturm. Schaut immer mal wieder auf die Karte. Maps.me kann ich empfehlen. Also jetzt sind wir auf jeden Fall mal gerade ein bisschen ab von der Route gekommen. Und müssen schauen, dass wir wieder auf den Weg drauf kommen. Weil jetzt sind wir irgendwie mitten im Gebüsch. So, das war jetzt ein kleiner Ausflug durch dieses Gebüsch. Aber jetzt haben wir den Weg wieder gefunden. Jetzt geht's weiter. Also irgendwas habe ich jetzt hier gefunden. Keine Ahnung, was es ist. Wer es weiß, schreibt es bitte in die Kommentare. Es lag hier. So, jetzt sind wir wieder auf der Hauptstraße. Hier kommen wir natürlich ein bisschen schneller voran, weil insgesamt ist es schon echt ein Stündchen auf jeden Fall zu laufen. Vielleicht sogar 1,5. Also hier gibt es schon ein paar Ecken, wo man nicht rein soll. Auch noch ein Lost Place, was auch immer das hier mal war. Auch ein ziemlich großes Haus mit einem wunderschönen Blick auf Palma. So, aber jetzt gehen wir weiter, weil wir wollen ja eigentlich den Leuchtturm sehen. Konstruktion. Hier, das geht in alle Richtungen. Also schauen wir mal nach rechts, was da ist. Hier geht es noch weiter. Nochmal ein Tunnel. Also hier sieht man auch ganz gut das Liftsystem, um die Munition für die Schützenstellung oben nach oben zu bringen.
Genau, hier ist jetzt zwar zugemauert, aber hier ist sozusagen die andere Seite von dem Liftsystem. Da ist die Munition rausgekommen für die Schützenstellung. Hier ist der Torre de Cala Figuera. So, jetzt machen wir hier noch eine Pause, gibt noch ein paar Brötchen und dann geht es wieder zurück. Und jetzt ist nämlich schon 4:30 und in einer Stunde wird es dunkel. Guck mal, da war mal eine Dusche. Jetzt geht's wieder zurück, Hanna. Wie fandest du es denn? Sehr cool. Ist cool, oder? Ja. Ja, also ein paar Ziegen gibt's hier auch. Ganz gechillt hier am Rand. Also wir legen jetzt mal ein ganz schönes Tempo vor, weil in 30 Minuten geht die Sonne unter, deswegen müssen wir uns beeilen. Wir wollen natürlich jetzt nicht bei dem Weg hier nachher im Dunkeln laufen müssen. Jetzt sieht man von der Richtung nochmal die schöne Steilklippe. Da hinten das Kap. Und da geht die Sonne unter. Sehr schön. Also der ganze Wald ist noch voll mit verlassenen Gebäuden. Hier ist schon wieder so ein Turm. Weg. Ist so schön hier. Jetzt gerade zum Sonnenuntergang noch total nice. So, jetzt geht's wieder raus aus dem militärischen Sperrgebiet. Und wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir ein Thumbs up, ein Like. Und vergesst nicht, den Subscribe-Button zu drücken, damit ihr noch mehr Videos von mir sehen könnt.